Was geht ab, Amigos, und willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute, warum das Wasserbändigen in Fortnite verboten werden sollte. Deswegen lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und schreibt gerne rein, was ihr noch von Fortnite sehen wollt. Und dann würde ich sagen, nicht lang schnacken, fangen wir direkt an mit dem Video. Migo TV, hier kommt der YouTube-Kanal. Games und Beats, ich bin der Boss im Saal. Fortnite, Call of Duty, das sind meine Spiele. Mit dem Lenkrad, Tor zu Fuß, ich zeig euch die Rennen. Ich zocke die Schlachten, fange die Pokémon. Ich nehme euch mit auf eine Reise los. Los geht's schon, Fiona und Hiro, meine Katzen sind dabei, wir haben Spaß und sind bereit. So, dann fangen wir direkt an mit der Runde, wir bedanken uns beim Busfahrer erstmal und wir springen beim Brawlers Battleground raus, weil wir brauchen Aspekt des Kampfes, das heißt, wir müssen Adris besiegen, damit wir mehr Distanzschaden bekommen und dann noch die Wasserbändigung, ich sag's euch, das ist super OP und ja, es fliegen tatsächlich immer mehr Leute dahin, um einfach Aspekt des Kampfes zu bekommen, mehr Damage zu verteilen aus der Distanz. Deswegen, ich glaube, nach dem Video kommen noch mehr Leute, weil es müsst ihr wirklich ausprobieren. Es ist OP und ich werde es euch zeigen. Ich hoffe, dass wir Aspekt des Kampfes bekommen. Wasserbändigung. Und dann wird es ein geisteskrankes Video. Das kann ich euch auf jeden Fall versprechen. Deswegen fliegen wir da direkt dahin und ja. Okay, der ein oder andere fliegt auch mit uns. 3, 4 Leute auf jeden Fall. Es kann lustig werden. Und da ist auf jeden Fall eine Truhe und da will ich rein. Okay, gucken wir mal, wo die Leute sein können. Okay, da hinten. Da ist auf jeden Fall irgendwas Wichtiges. Erdbändigung. Okay, das nehmen wir mal mit. Das Slurp gönne ich mir auch noch, damit wir voll sind. Okay, perfekt. Okay. Schauen wir mal nach, wo der ein oder andere Gegner sein kann. Okay. Ein Sniper, das ist auf jeden Fall gut zum One-Shotten. Was gibt's hier? Okay, da gibt's schon mal die ersten Schüsse. Ersten hab ich. Okay, den zweiten hab ich jetzt auch noch. Auch warum er nicht geschossen hat, obwohl wir so lang standen, frage ich mich immer noch. Gut. Dann ganz ehrlich, glaub, wir können direkt mit Adis anfangen. Bin noch in der Zone, perfekt. Gott, hat's gerade geleckt. Gut, dann holen wir hier den nächsten. Hier ist er ein bisschen lost. Da ist noch jemand tatsächlich. Und da holen wir es gerade. Hallo, wo bist du? Dankeschön. Aspekt des Kampfes. Sehr schön. Da wollten ein paar Leute uns was klauen. Haben sie Gott sei Dank nicht geschafft. Gut, das sollte auf jeden Fall hinhauen. Wir bräuchten halt, wie gesagt, jetzt die Wasserbändigung. Und dann sollte es easy peasy lemon squeezy werden. So, dann lass mal hier looten und schauen, was wir hier so bekommen können.
Und das ist doch Luftbändigen, oder? Oder bin ich doof? Gehen wir mal dahin. Vielleicht bin ich einfach die ganze Zeit doof gewesen. Und habe Wasserbändigen mit Luftbändigen verwechselt. So. Da haben wir uns mal nach oben gebaut. Eine goldene Banane nehmen wir auch mal mit. Noch eine Truhe. Okay, okay. Ja, das ist Luftbändigen, okay. Hatte ich doch recht gehabt. Ja, Luftbändigen ist nice, um sich schnell fortzubewegen, aber das brauchen wir in dem Fall leider nicht. Deswegen gehen wir mal weiter. Hat schon Angst, dass ich mich hier komplett blamiere und Luftbändigen mit Wasserbändigen verwechsel. Das ist jetzt noch gewesen. Zeus wird gerade besiegt, okay. Dann wird es Zeit für uns abzustauben. Okay. Irgendwo ist er doch. So, da haben wir jemanden geholt und der hat die Wasserbändigung. Das ist super. Dann würde ich sagen, holen wir Zeus, wenn wir hier schon dabei sind, wenn man die Vorarbeit geleistet hat. Frage ist nur, wo sind die ganzen Gegner hin? Okay. Spann dich, Zeus. So, easy. Das war's mit Zeus. Nehmen wir den nächsten Medaillon auf. Das brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Ah, vielleicht sollten wir aber irgendwie Heilung oder sowas, irgendwelche Tränke mitnehmen. Aber gut, wir haben jetzt Aspekt des Kampfes und noch das von Zeus dabei. Aspekt der Geschwindigkeit haben wir. Sollte auf jeden Fall nicht schaden. Jetzt soll auf jeden Fall mal der ein oder andere Kill gemacht werden. Nehmen wir doch noch das mit. Und snipen. Haben wir jetzt auf jeden Fall ein geiles Inventar. Sollte passen. So, da hinten ist auch ein Tresor, der aufgeht. Tresor. Bunker. Fahren wir mal hin. Tatsächlich gar keiner, der hier drin war. Das ist nice. Und sehr, sehr viel guter Loot, den nehmen wir auf jeden Fall mit. So, Gold, 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 Gold. Ja, das ist ja richtig guter Loot, den wir hier haben. Die DPS nehmen wir auch noch mit. Okay. For real, wäre jetzt gar keiner mehr da oder so. Beziehungsweise da würde jemand noch drin hocken und auf uns warten. Okay, wo gibt's Gegner? Hier ist Muskelkater. Bei Muskelkater wurde schon gelootet, so wie es aussieht, und gefightet. Wollen wir uns vielleicht mal doch auf die Insel begeben. Okay. Das wollte ich euch jetzt nicht zeigen, dass es so OP ist, aber ihr habt es gesehen.
der Typ war anscheinend nicht der am vollsten gerade gerackt war. Ein Schuss gemacht mit dem Wasserbändigung und der war down. Aber ich glaube, man braucht nur 3 Schüsse oder sowas. Oder 4. Ich glaube 3. Bis jemand mit einer vollen Rüstung sogar down ist. Also es lohnt sich schon. Das ist halt geisteskrank. Und tatsächlich habe ich so schon die eine oder andere Runde geholt. Und ich finde es einfach wirklich super OP. Es ist ein Nahkampf-OP. Distanz ist OP. Es ist halt geisteskrank. Gucken wir mal, ob da jemand an der Insel ist. Sieht nicht so aus auf den ersten Blick. Ah, okay. Also seht, da haben wir einen geholt. Das ist halt geisteskrank. Stark. Und der konnte Feuer bändigen. Okay. Hat er die Prinz Zuko Challenge gemacht, nehme ich mal an. Übrigens haben wir auch mal so eine Avatar Challenge gemacht, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Das war sehr, sehr spannend mit allen 4 Elementen. Und der nächste, der down ist. Noch kurz hoch rein. So, perfekt. Nur 4 Leute am Leben. Ich positioniere mich mal richtig frech. Ah, guck mal hier. Da hinten sind die Leute. Dann lass mal auf jeden Fall da nach hinten gehen. Und hier ein paar Kills machen. Nur noch 3 am Leben mit mir. Das ist wirklich OP. Okay, wo waren die? Hier irgendwo müsste es gewesen sein. So. Gibt es nur noch einen? Ah, der hat einen Mais dabei, okay. Aber hier müsste auf jeden Fall noch irgendwo einer sein. Leider nur 8 Kills. Ich dachte, wir machen wieder so 10, 15 Kills mindestens. Aber dafür habe ich tatsächlich leider zu wenige Leute gesehen. Um es euch heute irgendwie bieten zu können. Aber wir holen uns jetzt mal schnell High Ground. Oh, belastend. Ich wollte mal auf den Baum hochspringen. Aber irgendwo muss er ja doch sein. Ah, guck mal, da hinten. So, dann holen wir den mal. Okay. Sind wir auf dem Baum drauf. Okay. Der heilt sich auf jeden Fall hoch. Der wird sich ärgern. Ding ist, wo kommt der gleich raus? Ich hab keinen Bock, dass wir weggesnappt werden. Okay. Wenn er schlau ist, geht er von links rum oder so. Das Ding ist, der hat halt keine Medaillons, deswegen weiß ich nicht, wo er ist. Ich habe 2, deswegen weiß er erst recht, wo ich bin. Und wir wissen, wo er ist, deswegen springen wir direkt hinterher. Und da ist der Sieg. Das war easy. Das war easy. Aber ich hoffe, ich konnte es euch irgendwie zeigen, dass es halt wirklich super OP ist, wenn man hier Wasserbändigungen hat. Und noch natürlich hier
Aspekt des Kampfes hat. Das ist halt super, super OP. Deswegen versucht es gerne mal aus, probiert es selbst aus. Es ist wirklich super, super stark. Und ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Denn jeden Tag um 14 Uhr kommt hier ein YouTube-Video raus. Adios, amigos. Ciao, ciao. Und danke, dass ihr dabei seid. Heute gebt den Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Wenn ihr es noch nicht habt, macht das mal. Call of Duty, like das Video. Abonniert mich doch. Danke euch allen, ihr seid top. Amigo TV ist hier für dich. Abonniert, liked und teilt, das ist wichtig.